Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pantoffelkino. Heute mit Anna und mit Max. Max? Ja, Max hat uns einen Korb gegeben. Der hat nämlich Corona, deswegen nur mit Anna und mit mir. Wir werden heute uns um ganz, ganz tolle Neuheiten kümmern. Und wir haben gleich großes deutsches Kinogold zum Start. Nämlich den Film, auf den die Nation 30 Jahre lang gewartet hat. Und wahrscheinlich ihr da draußen auch 30 Jahre auf diese Kritik. Denn heute geht's gleich zu Anfang um Manta Manta, zweiter Teil. Ich begrüße Sie zum Idiotentest. Wissen Sie, warum man den so nennt? Also bei mir stimmt alles hier oben. Geschieden? Ja, von Frauenführerschein. Was davon hätten Sie lieber zurück? Sind Sie jetzt mein Eheberater? Welche Farbe hat der Wald? Grün. Der Laubfrosch? Grün. Bei welcher Farbe hält man an? Grün. Falsch. Fühlen Sie sich manchmal ohnmächtig? Ja, nach dem 10. Bierchen. Mädchen, verniedlichen Sie die Droge Alkohol. Schlimme Dinge werden durch Einchen nicht besser. Heroinchen, Spritzchen, Schüsschen. Bayern München. Was Tom Cruise kann, das kann Til Schweiger schon lange. Und wenn Top Gun Maverick funktioniert, dann muss ja Manta Manta zweiter Teil auch funktionieren. Ja, für manche Leute tatsächlich wirklich, weil der Film hat über 1 Million Zuschauer gehabt, hat 13 Millionen eingespielt. Und ich habe zum Beispiel einen Neffen, der sagt, oh, voll der geile Film. Aber das ist auch so der Typ, der Dorffeste organisiert und kein wirklicher Filmfan ist. Und wenn man oberflächlich Filme guckt und gerne einheben geht davor, dann kann ich mir vorstellen, dass dieses Klientel, das übrigens ja auch zu McFit gehört, weil McFit hat diesen Film mitproduziert und auch beworben, das hat McFit vorher noch nie gemacht, einen Film beworben bei sich im Studio, dass die daran Spaß haben. Aber wenn man weiter unter der Oberfläche kratzt, dann wird's hart. Kommen wir erstmal zur Handlung, die Til Schweiger angeblich in einer Nacht verfasst hat und die dann von 6 weiteren Drehbuchautoren verfeinert wurde. Es geht natürlich wieder um Berti und Uschi. Berti und Uschi aus dem ersten Teil Manta Manta, wir haben schon mal drüber gesprochen und fanden das nicht so dolle. Die sind mittlerweile getrennt, die haben aber 2 Kinder. Das eine Kind wird gespielt von Luna Schweiger. Zufällig von Luna Schweiger, die extrem in den Schminktopf gefallen ist für diesen Film. Halleluja. Und die wohnt bei ihrem Vater, der eine, ja, was ist das? Eine Werkstatt, eine Go-Kart-Bahn, wo kein Mensch kommt. Er ist mittlerweile pleite. Seit 5 Monaten kann er seine Angestellten nicht mehr bezahlen. Die kommen trotzdem jeden Tag pünktlich zur Arbeit. Ja, richtig gute Laune. Also ja, alles kein Problem. Weil man mit 5 Monate ohne Geld, also ich würde dann schon lange unter der Bahnhofsbrücke leben und um 1 Euro betteln. Aber die kommen damit ganz gut klar. Da ist auch Klausi wieder dabei. Michael Kessler, den ich gerne in den Arm genommen hätte und getröstet hätte, weil ich habe selten jemanden gesehen, der so schrecklich vorgeführt wird. Denn Klausi war ja schon im ersten Teil so der Dummbatz. Hier ist er noch mal 5 Stufen dümmer. Natürlich pinkelt er wieder in Stiefel. Ja, geiler Gag. Und ist auch sonst ein totaler, also ist wirklich, wow, der Inbegriff von blöd. Also Forrest Gump ist dagegen ein Harvard-Professor. Aber das ist gar nicht die Handlung. Nein, Uschi ist mittlerweile mit Moritz Bleibtreu zusammen. Und man sieht Moritz Bleibtreu am Anfang nur in einer Szene und merkt so, er ist der Typ mit der Kohle, der ist garantiert arrogant. Aber das weiß man dann eine Stunde lang nicht mehr, weil der ist dann eine Stunde lang erstmal weg. Und ja, die haben ja noch einen Sohn und der sieht zwar aus wie Mitte 20 und fährt auch schon Auto, aber er muss dann doch zu Papa und da weiterleben. Und ist dann auch, ne, will ich nicht. Und lebt halt bei Papa und Berti hat kein Geld und es gibt 1 Million Handlungsstränge, die man gar nicht zusammenfassen kann. Im Endeffekt muss natürlich nachher das Rennen herhalten. Uschi besorgt den Manta, der dann irgendwie nach 90 Minuten Film Spoiler-Alarm endlich gezeigt wird. Ja, es dauert circa 90 Minuten. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt. Es war hart. Und dann kommt das Rennen, das ja wenige Filmminuten einnimmt und in dem Til Schweiger Zauberkräfte hat, weil er stand an der letzten Position, er fährt innerhalb von 30 Sekunden an den First Place, muss dann aber noch einen Kumpel retten, ist dann wieder ganz hinten und fährt in weiteren 20 Sekunden wieder an den ersten Platz. Mann, wie der das macht, das ist ganz toll. Ja, die Handlung ist ein ziemlich hanebüchener, durchgequirlter Schwachsinn. Also es ist wirklich furchtbar, weil es gibt, ich glaube, 7 oder 8 Handlungsstränge, weil jeder von diesen Figuren, die ja in dieser Werkstatt arbeiten, die müssen nachher noch einen Love Interest kriegen. Und das ist alles so hanebüchen.
Also Klausi klingelt an der Tür bei der türkischen Familie und sofort ist die Tochter in ihn verliebt. Ah, den will ich daten, wenn Papa das gar nicht so gut findet. Dann ist da so der prollige Türke, der übrigens 3 Döner auf einmal essen kann und dann eine ganz furchtbare Ich-muss-kacken-Szene bekommt, die wirklich Fremdscham pur ist, wo ich dachte so, was gucke ich hier eigentlich? Auch der... ich meine, der Typ ist so Mitte 50, der kriegt dann irgend so eine Barangestellte, die auch sofort auf ihn einfliegt, die ist locker 30 Jahre jünger. Und das geht mit allen hier so. Der Alkohol macht es möglich. Dieser Film hat auch eine ganz tolle Feltins Product Placement Werbung, die sehr an den eigentlichen Werbespot erinnert. Aber noch schlimmer, im Mittelteil gibt es sogar eine Turmbräu-Szene, wo sie in Zeitlupe Turmbräu trinkt. Wo ich dachte, wow, niemand, der was auf sich hält, trinkt Turmbräu. Aber nein, also es ist ein Film, für mich war das wirklich 127 Minuten Folter und das lag nicht nur an dieser Handlung, es lag auch am Handwerklichen. Optisch, auf den ersten Blick, sieht das Ding aus wie ein Kinofilm. Aber man merkt das schon in den ersten Dialogszenen. Es gibt in den Dialogszenen ganz oft keine Szene, wo auch nur eine Einstellung länger als 2 Sekunden dauert. Und man hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kameras man gedreht hat. Man musste jede Kamera irgendwie mal unterbringen und achtet überhaupt nicht auf Anschlüsse. Wenn ihr euch den Film wirklich antut, achtet mal drauf. Da könnt ihr ein Trinkspiel draus machen, dann seid ihr ja 30 Minuten besoffen. Weil die Leute gucken nach rechts, im Schnitt gucken sie nach links. Die Lippen bewegen sich nicht mehr synchron im Gegenschnitt. Und außerdem ist der Film zu 95% mit Musik zugekleistert. Zur einen Hälfte mit 90er Dancefloor-Songs, die oft viel zu laut übersteuert sind, sodass man die Musik, die Sprache kaum noch verstehen kann. Zum anderen mit dem obligatorischen Til Schweiger Sehnsuchtspop für junge Mädchen, wenn es dann auch mal wieder traurig werden soll. Weil Manta Manta ist keine reine Komödie. Nein, Berti darf auch mal weinen, wenn es angebracht ist. Und er ist sowieso, er hat sich die Heldenrolle hier wieder auf die Stirn geschrieben, weil alles, was er macht, ist richtig. So, also jetzt muss ich deinen Monolog aber mal unterbrechen. Ja, ich kann gar nicht lästern. Ja, dann lässt er hier nicht einfach nur alleine lästern. Ja, dann lässt er mal. Ja, also alles, was du schon gesagt hast. Nur viel schlimmer. Ja, also ich bin immer wieder davon fasziniert, wie Til Schweiger seine eigenen Töchter in seinem Film verbrät und denen irgendwie ja, sehr zweifelhafte Rollen gibt. Also dieses ewig kaugummi-kauende Wesen namens Mücke, was ständig irgendwas auf dem Boden spuckt. Ja. Und auch, was mir aufgefallen ist, alle Leute haben immer ihren Müll fallen lassen. Da dachte ich, was soll das denn? Ja, aber soll das jetzt irgendwie cool sein? Ja, es ist ja auch da immer mit so lustigen Geräuschen unterlegt. Schoing, genau. Zusch. Und also die Frau total unmöglich und macht offenbar dem Vater zuliebe damit das Erziehungsbild, also irgendwie der Mann mit dem vielen Geld kann nur ein Arschloch sein. In Wirklichkeit ist ja aber Til Schweiger auch nicht gerade der glorreiche Papa, der sich für die Kinder einsetzt. Also er würde ja gerne, aber er kann ja irgendwie, kommt das Leben immer dazwischen und er kann nicht so richtig. Es ist nicht seine Schuld, genau. Und ich fand das total unglaubwürdig, dass der Sohn dann, nachdem irgendwie 20 Minuten nur Hass, Hass, Hass ist, auf ihn dann auf einmal sagt so, ja, nee, doch, ich arrangiere mich und jetzt bin ich total begeisterter Schrauber auf einmal. Also der Tochter nimmt man das ja ab, dass sie da irgendwie mit drin hängt. Aber diese Wandlung des Sohnes fand ich total unglaubwürdig. Dann warte auf die lange Fernsehfassung. Und ja, da wird das vielleicht noch erklärt. Ja. Ja, genau. Und dieser ganze elende Fäkalhumor. Und dann hatte ich auch gedacht, dann haben sie wahrscheinlich irgendeinen Diversitätsbeauftragten zur Seite gestellt, der dann irgendwie so, oh, 5 Minuten um, jetzt muss noch mal ein Mensch aus einem anderen kulturellen Hintergrund gebracht werden. Und auch dieses Idiotentestgelaber am Anfang. Es war alles überhaupt nicht lustig und die Manta-Witze sind nicht lustig. Beamten, ja. Und ich weiß nicht, wie viel Geld man Nilam Farouk und Wotan Wilke Möhring und Moritz Bleibtreu für ihre Kurzauftritte gezahlt hat, aber es muss sich ja gelohnt haben dafür, dass man sich, also ich würde mich schämen, da namentlich erwähnt zu werden. Ja, also ich glaube, karrieretechnisch wird Ihnen das nicht viel gebracht haben, aber wahrscheinlich ordentlich Geld. Also das ist so ein bisschen so, ey Buddies, komm, ne, Moritz, ich habe dich damals groß gemacht mit Knocking on Heaven's Door und die waren ja alle auch, also ich bin kein großer Til Schweiger-Fan. Das nicht? Hab ich, nein. Also ich hatte jetzt einen ganz anderen Eindruck. Nein, aber ich habe damals kein Ohrhasen geguckt und auch wenn ich den Film an sich nicht mochte, war der technisch aber okay.
Der war, klar, der hat seinen Sepia-Look und klar, aber da war nicht dieses mit den Anschlüssen und Musik zu ausgesteuert. Und auch der Film, auch wenn der auch zu lang war, der hatte immerhin noch, der hatte eine Dramaturgie, auch wenn ich die jetzt nicht toll fand. Aber der hier hat keine, der hat irre viele Handlungsstränge, die irgendwann wieder aufgegriffen werden. Wie gesagt, Moritz bleibt treu, ist die erste Stunde eine Szene zu sehen, da taucht er gar nicht wieder auf, bis dann so war nicht da. Bis dann Sohnemann wieder zu ihm nach Hause kommt. Und dann ist es auch eine völlig hanebüchene Szene, in der er dann wirklich sagt, du gehst jetzt hoch und räumst dein Zimmer auf. Ich dachte so, ey, der Typ ist Mitte 20 und dem sagst du, geh hoch und räum dein Zimmer auf und nach der Schule kommst du nach Hause. Was? Solange du die Füße unter meinem Tisch hast. Also es gibt, es ist, also man kann da lustige Trinkspiele, glaube ich, draus machen. Nein, aber auch dieses ich sag schon so, also wie so Highschool-Klickengehabe, das ist irgendwie so Abklatsch. Das ist überhaupt keine reelle Schulsituation und dann dieses peinliche Rennen, als wären sie jetzt in L.A., wie heißt das da, diese trockengelegte, du weißt, was ich meine, wo immer die Autorennen stattfinden, jetzt in der Kiesgrube. Ja. Und, es ist auch erstaunlich, wie man es schafft, also wirklich dieses Autorennen komplett spannungsfrei zu inszenieren. Ja. Also da gibt es dann nicht diese ganzen Schnitt-Hickhack-Sachen, das sieht eigentlich optisch gar nicht so schlecht aus, das Rennen, aber es wird komplett spannungsfrei vorgetragen. Also man macht es ja nicht mal, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende so, dass man denkt so, oh jetzt, also das könnte jetzt, also, nee. Ja, vor allem genau das hat man ja auch schon, ich weiß nicht, 100 Mal in irgendwelchen anderen besseren Filmen gesehen. Ja. Und Also 4 Filmförderanstalten sind gleich das erste nach dem Konstantin-Film-Logo, die einem entgegengerotzt werden. Da denke ich mal so, boah, ihr Arschlöcher, wieso könnt ihr so viel Geld für so ein Drehbuch rausgeben? Das ist doch wirklich nur nach dem Motto, oh, Til Schweiger hat angefragt. Das ist eine sichere Bank, da geben wir Geld. War es im Endeffekt ja tatsächlich auch. Aber nach Drehbuchqualität ging man da leider nicht. Und dafür sind jetzt irgendwie 10 wahrscheinlich viel, viel bessere Independent-Filme nicht gemacht worden, weil die ihr ganzes Geld dafür rausgehauen haben. Also, und das ist das eigentlich Tragische. Ja. Und was hatte ich mir noch notiert? Ja, Dialoge, schlimmste. Ja. Also diese ganze Eisgeschichte mit so, Ed von Schleck ist ausverkauft und Calippo haben wir nicht. Würdest du deine Tochter das sagen lassen? Und auch kein Szene. Und Flutschfinger ist auch nicht da. Aber wir haben noch Brauner Bär. Oh, das habe ich schon wieder verdrängt. Vielen Dank dafür. Also nein, es sind wirklich Dialoge, es ist Fremdscham pur. Aber es gibt wirklich Leute, die finden den toll. Also man liest das im Netz, es sind ganz viele Leute. Und denen will man das ja auch nicht madig machen. Aber wenn ihr auch nur irgendwas Cineastisches in euch stecken habt, weiträumig umfangen. Aber meinst du, der wäre so erfolgreich gewesen, wenn nicht die Zeitung voll gewesen wäre oder auch das Internet mit Berichten darüber, dass Til Schweiger besoffen zur Arbeit gekommen ist und Leuten auf die Fresse gehauen hat und die irgendwie schlecht behandelt hat? Also man sagt ja immer so schön, es gibt keine schlechte Werbung. Das kam erst nach dem Filmstart. Da lief der schon. Nein, der lief tatsächlich. Der ist ja, wie gesagt, bei McFit und so beworben worden. Das ist schon das richtige Klientel. Weil das sind genau die in den 90ern den Manta hatten und jetzt sagen, wir gehen noch mal ins Kino. Und eben die Leute, die so alt sind wie Til Schweiger. Ich fand Manta damals schon scheiße, deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht anstecken lassen. Und es ist tatsächlich ja auch der letzte Tropfen für Til Schweiger gewesen, denn alle anderen Filme zuletzt, ich denke nur an so Sachen wie Lieber Kurt, nee, lieber nicht, hat sich das Kinopublikum gesagt, da ist ja keiner mehr reingegangen. Und das war jetzt, also freuen wir uns schon mal auf Manta 3, der wird hundertprozentig kommen. So, weil das Ding zieht die Massen an, so wie das Sommerhaus der Stars oder das Dschungelcamp oder ja, aber das ist genau dieses Publikum und für die ist es gemacht und für die mag es auch schön sein, wir haben uns arg gequält und ich bin froh, dass meine Frau mich nicht verlassen hat, nachdem sie das mitgucken musste. Das ehrt sie. Ja, das zeigt nur, dass sie hart im Nehmen ist. Ich meine, das ist hier sowieso, was sie mit mir zusammen ist. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.